So, wer bist du und was machst du eigentlich? Jetzt habe ich die Frage selber schon so oft gestellt. Eigentlich bin ich einfach ich und lebe mein Leben. Und das tue ich im Moment halt auch sehr in diesem Bewusstsein. Aber für andere ist wahrscheinlich weniger die Antwort, ich bin der Bauchi, Jesus Urlauber. Und ja, ich mache halt allerhand. Ich beschäftige mich seit 8 Jahren mit alternativen Lebensweisen und wie möglichst viele Leute was davon haben können. Ich weiß, dass je mehr Leute alternativ leben, desto einfacher wird das dann für mich selber auch. Und im Moment bin ich auf Peace Trail unterwegs, fahre mit meinem Wohnmobil durch Deutschland und gucke, dass ich mich irgendwie nützlich mache, da wo ich hinkomme. Wenn ich entweder tätowiere oder pierce oder anderweitig hilfreich sein kann. Und ja, guck dadurch, wie es 2012 möglichst chillig hinter mich bringe. Okay, da sind wir ja schon mal genau richtig. Das Thema 2012, der Grund dieses Filmes. Welche Erwartungen hattest du vor dem Jahr 2012, an 2012? Welche Erwartungen hast du jetzt? Hat sich da irgendwas geändert? Wie ist es dir bisher ergangen? Erzähl mal. Also ich hatte definitiv Erwartungen an 2012, habe aber gelernt, dass Erwartungen letztendlich nur zu Enttäuschungen führen und habe das halt auch sehr vor Augen geführt bekommen durch das, was ich in der letzten Zeit so erlebt habe, in den letzten 2 Jahren auf jeden Fall. Da ist mir schon klarer, dass also 2012 nicht zwangsläufig jetzt was mit einem massiven weltweiten Umbruch zu tun haben muss, sondern dass wir Ende des Jahres halt eben einen ganz bestimmten Bewusstseinsstand haben, der tatsächlich alles verändert. Die Materie wird ziemlich bleiben, wie sie ist. In jeder also die Wahrnehmungskugeln, die wir als Seelen so haben um uns herum, die bleiben, wie sie sind. Daran in der Materie wird sich nichts ändern. Aber wir werden uns über diese Dinge bewusster. Und das ist halt das, was ich gerade sehe, dass es passiert. Und da brauche ich eigentlich gar nicht mehr zu erwarten, sondern ich brauche es nur noch zu erleben. Es läuft ja gerade vor meiner Nase ab. Ne? Und es ist definitiv so, dass dieses Jahr voll reinhaut, emotional, spirituell würde ich mal sagen, im Sinn von das mit deinem Geist, was passiert so. Geistsanierung haben wir das genannt. Es ist halt, ja, es ist das Jahr der Geistsanierung. So würde ich sagen, wenn ich mir angucke, was gerade passiert und worauf es hinausläuft, offensichtlich. Okay, und sagen wir jetzt bisher, wir sind ja quasi fast oder knapp an der Mitte vorbei, der 2012. Wenn dir jetzt bisher, du hast gerade schon gesagt, das ist schon sehr krass. Bisher abgelaufen. Hast du ein Wort, was dir jetzt so ganz spontan bis jetzt zum Thema 2012 einfällt? Also dein persönliches Wort? Was ist deine Geschichte bisher? Bist du gewachsen? Gib mal so eine kleine Statusmeldung, ich sag mal von Januar bis jetzt. Vielleicht auch ein Stichwort. Also das Stichwort, würde ich sagen, ist das, was ich gerade schon genannt habe, Geisternierung. By any means. Also das kann man gerade verstehen, wie man will. Man kann es, glaube ich, nicht falsch verstehen. Im Geist der Ernährung. Es geht darum, den Kopf mal wieder klar zu bekommen. Und ja, da ist halt auch in der ersten Hälfte dieses Jahres ganz massiv was passiert. Und ich sehe nicht nur bei mir. Okay, das heißt, bisher, du nimmst wahr, es passiert was, es ist für dich genauso spannend und du wächst an deinen Erfahrungen. Wie stellst du dir das jetzt, das Ende 2012? Weil gerade das Datum, der 21.12.2012, feierst du das, die Silvester, was machst du? Wie hast du dich vorbereitet, bereitest du dich vor? Also ich feiere das wie jeden anderen Tag meines Lebens wahrscheinlich auch. Das habe ich mir irgendwann einfach mal angewöhnt, weil
wenn man so schöne Anfängermontage feiert, selbst wenn die noch so grausam aussehen würden. Mit dem Datum 21.12., da habe ich selber mal ein Video drüber gemacht, sehe ich das eigentlich, das ist für mich, das ist einfach nur ein Stichdatum. Das ist ein Stichdatum, auf das bereits jetzt schon immer mehr Fokus gelegt wird. Und das ist das, was für mich definitiv am 21.12. passieren wird, nämlich dass ganz, ganz viele Leute da stehen, aufmerksam sind und um sich gucken, was passiert. Und mal den ganzen anderen Krempel, die ganzen Illusionen vergessen. Aber da, an dem Tag, werden definitiv sehr viele Menschen auf diesem Planeten einfach wach sein. Das heißt nicht, dass sie dann wach bleiben. Viele werden das erste Mal wach und müssen sich erstmal daran gewöhnen. Aber es wird nicht am 21.12. Nibiru in die Erde krachen oder sowas. Sowas bin ich mir ganz sicher, dass nicht passiert. Wenn es passiert, ist es auch nicht schlimm, weil wenn wir wach sind, dann werden wir mitbekommen, dass wir gar nicht sterben können. Eventuell sterben wir sogar an diesem Tag. Ein paar von uns werden es mit Sicherheit tun. Es sterben immer noch 100.000 Menschen am Tag. Da werden garantiert auch am 21. welche sterben. Aber die, die sterben, werden die Erfahrung machen können, dass der Tod nicht das ist, was wir immer gedacht haben. Das ist vor allem kein Ende. Sondern es ist nur ein Bewusstseinswechsel. Genauso wie wir das machen, wenn wir schlafen gehen. Und im Kollektivbewusstsein, da sollten wir, oder würde ich ganz gerne auch nochmal von dir hören, du hast gerade gesagt, es geht krass ab oder dergleichen, hast du gerade was gesagt. Nimmst du das auch für dich als Individuum in deinem Umfeld wahr? Wie, was, siehst du da auch Änderungen im Kollektivbewusstsein der Menschen allgemein? Oder würdest du sagen, das ist jetzt nur eine Geschichte, die mich betrifft, was die anderen gerade so durchmachen, kann ich gerade gar nicht einschätzen? Also ich kann halbwegs gut einschätzen, was die anderen gerade machen, wenn ich vor allen Dingen von meinen Kontakten spreche. So. Ich habe jetzt ziemlich viele und da hilft mir zum Beispiel auch mein Facebook. So, und wenn ich dann halt Statusmeldungen von anderen lese, merke ich, ich bin nicht allein gerade in diesem Film, sondern da sind wir irgendwo offensichtlich alle in irgendeiner Form drin. Wir sind definitiv alle drin, aber ich merke, dass immer mehr Leute sich darüber bewusst sind. Ja, und das rundet sich am 21., glaube ich, ein ganz gutes Stück ab. Okay, und was fühlst du in Bezug auf dessen? Auf deine Mitmenschen mit dir, wie du mit den Mitmenschen agierst oder auch nicht agierst? Wie würdest du sagen, was sind deine Gefühle den anderen Menschen gegenüber mittlerweile? Wesentlich liebevoller, verständnisvoller. Also ich kann halt eben wesentlich besser mittlerweile nachvollziehen, wie es anderen geht, beziehungsweise ich kann das einfach so sein lassen, wie es ist. Und das ist eine Entwicklung. Und das kann ich halt für mich mittlerweile eben auch irgendwie. Ich kann anderen zugestehen, dass sie ihr Leben leben und bekomme es irgendwie hin, mein Leben zu. Also das tun wir ja sowieso die ganze Zeit und mir wird immer bewusster, dass ich mein Leben lebe, so in dieser 3D-Form. Und gar nichts anderes tun kann, sondern das Leben dazu da ist, um es zu erleben und nicht um es ständig zu manipulieren, zu stricken, sich anzustrengen, zu kämpfen, irgendwelche Sachen zu machen. Also, ne, das ist einfach nur, das sind Abläufe in dem Film, das sind Szenen. Aber das Ende des Films wird anders aussehen, beziehungsweise wird eigentlich gar kein wirkliches Ende geben, aber es wird in dem Film nicht wird, sondern es gibt bereits eine Wendung. Da ist was, ab jetzt wird der Film anders weiterlaufen. Schöner, friedlicher. Nur zu Info, wenn er spricht oder dazwischen redest, weil wir werden es gerade Stormsteine. Stichwort Ende des Films, hast du gerade gesagt, Film des Lebens. Gehen wir jetzt mal ein bisschen über ins Vergangenheit, über eine Gegenwart, Zukunft. Wohin geht deine persönliche Tendenz? Wie siehst du die Tendenz der Menschen? Was sagst du, was passiert in der Zukunft?
kann ich dir sagen, in Zukunft passiert ist. Es interessiert mich auch nicht mehr. Es interessiert mich eigentlich gar nicht mehr groß, was morgen oder irgendwas viel wichtiger ist für mich. Was passiert hier gerade vor meiner Nase? Das ist das, was ich auch wirklich erstmal in den vergangenen Jahren lernen musste, zu beachten, dass das wichtig ist, was gerade vor meiner Nase abgeht. Und nicht, was nächsten Monat oder nächstes Jahr oder vor 3 Jahren passiert ist, sondern das hier ist gerade, das ist existent, das ist real, das ist greifbar, damit kann ich arbeiten. Alles, was ich mir für die Zukunft vorstelle, sind Ideen in meinem Kopf. Aber was genau passiert, kann ich immer erst sagen, was passiert, wenn es passiert ist. Ne, wenn mich einer fragt, was machst du heute Abend, dann kann ich heute Abend sagen. Ich weiß es nicht. Und das ist ein gutes Gefühl. Früher hätte ich damit überhaupt gar nicht mehr. Da hatte ich Angst davor, wenn ich noch nicht mal wusste, was ich heute Abend machen würde. Da musste mein Tag durchstrukturiert und geplant sein. Das hat mir eine Form von Sicherheit vermittelt. Aber in der letzten Zeit ist mir immer mehr gezeigt worden, dass das überhaupt keine wirklichen Sicherheiten sind. Indem das, was ich geplant habe, dann ganz anders gekommen ist. So, wo ich gemerkt habe, du kannst planen, was du willst, bringt nichts. Wenn ich planen kann, brauche, dann brauche ich auch eigentlich überhaupt gar nicht groß über die Zukunft nachzudenken. Es bringt nichts. Es kommt eh immer anders. Aber das hier ist gerade genau so, wie es ist. Damit kann ich arbeiten. Und das in 2 verschiedenen Aspekten. Ich kann damit zurechtkommen oder nicht. Ich kann ein Problem damit haben oder ich kann es genießen. Also konzentriere ich mich im Moment vor allen Dingen darauf, das, was gerade ist, nach Möglichkeit nicht scheiße zu finden, sondern es zu genießen, den Sinn darin zu sehen, das Schöne zu sehen. Das sind diese 2 Parallelwelten, das Dies und das Paradies. Wobei, wenn du es umdrehst, dann ist das das Dies und das das Paradies. Und so wird das Paradies auf einmal zur Hölle, aus der wir gerade rauskommen, in den Himmel gehen. So, ne, und dann ist aus dem Himmel heraus natürlich das andere Dies, das Paradies, das ist dann die Hölle. So. Also von daher ist auch dieses Wort, glaube ich, nicht mehr lange von Bedeutung. Ja, wir sind durch, lieber Leo. Ich danke dir für das Interview. Und ja, als Abschluss vielleicht nochmal ein kleiner Satz, Punkt, 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 das ist mein 2012. Am besten. Intensives Lernen auf höchstem Level ohne Netz und doppelten Boden. Das ist mein 2012. So kurz, soll noch irgendwie was doch trotzdem weiß. Es sind jetzt gerade mal 13 Minuten. Also und wenn wir jetzt zum Beispiel zum Martin fahren, brauchen wir ja auch. Ich denke, da haben die 60 Minuten wäre schon schlecht. Ja, du musst, wir werden ihn gleich noch filmen, wenn er fährt. Wenn er dann ja, ja, fährt. Das sind ja andere. Ich meine jetzt ein rein Interview, meine ich jetzt. Da kommen ja sowieso. Also, wenn ihr 1,5 Stunden Film machen wollt, ne, und ihr habt 10 Leute. Ja, wir nehmen ja wahrscheinlich nicht alle Aussagen mit rein. Maximal 9 Minuten. Ja, ja, aber wir werden ja nicht jede Aussage. Also wir haben mit diesen Fragen, ich meine, ich weiß nicht, ob er das extra gemacht hat, aber also er hat mir immer super Stichwörter für die nächsten Fragen gegeben. Ja, ja, das wird ja jeder irgendwie. Mit diesen Fragen haben wir eigentlich alles abgedeckt. Was war Entwicklung, was ist jetzt, was für Gefühle, 21.12. gerade das Thema und ja, und finde ich recht völlig an Material, an Aussagen. Ich denke auch. Zukunft. Hey, guck dir mal solche Filme an. Du hast macht das selten mal mit von Leuten. Jemandem mal mehr als 10 Minuten Videomaterial da drin. Vor allem, wenn so zusammengeschnitten Fragen, wo dann mehrere Leute stellen eine Frage. Also wenn du für dich nichts mehr zu sagen hast, dann ist, ich denke mal, der Martin wird auf jeden Fall einiges mehr erzählen. Weil er ja, so, dann lass den Martin erzählen. Und ich glaube, das wäre auch gut, wenn wir dann irgendwo hinfahren, für so lange, dass wir dann auch wirklich da auch Zeit uns nehmen.
Ja. Ja, wenn du sagst, für dich ist alles durch und du hast nichts mehr zu sagen. Also ich fand so super. Auf den Text habe ich gerade schon mal nicht gehört. So endlos lang ausschweifen. Nee, das war perfekt. Das war definitiv. Ich habe die ganze Zeit nicht wirklich auf den Text gehört. Ja. Klar, weil er ja nur mit seinem. War ja auch gerade nicht dein Job. Nee. Aber ich war voll bei dir und ich fand es gut. Dann mache ich aus. Du genießt aber nur.